Wir schauen uns das neue Dave-Video an. Unendlich Strom mit Solarrucksack, Hülle der Löwenprodukte. Und damit herzlich willkommen. Solarpanel auf dem Streaming-Backpack. Na, das war überstressig und voll schwer. Willkommen zu einer weiteren Folge DHDL-Produkte testen, eines eurer Lieblingsformate. Hinter mir aufgereiht, 5 Produkte. Insgesamt testen wir heute 7. 2 davon sogar im Außeneinsatz. Geil. Und wie immer, vom geringsten bis Dave, zum größten. Dave, das ist doch was Schönes. Ich freue mich, Dave. Funding. Also bleibt bis zum Schluss dran, wenn ihr erfahren wollt, wer am meisten Kohle eingesackt hat. Produkt Nummer 1, leider gar keine Kohle eingesackt. Angefragt waren 200.000 Euro für 20%. Was sieht voll hässlich aus. Ein Firmenwert von 1 Million Euro ergeben hätte. Bekommen hat der Gründer leider keinen Deal. Und wir schauen, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Es handelt sich um ein E-Trike. Sowas wie ein E-Scooter, nur mit 3 Rollen und ein paar mehr Funktionen. Der Gründer war ziemlich überzeugt von seiner Idee und hat es so ein bisschen so dargestellt, als wäre es eine wirklich neue Art, von A nach B zu reisen. Ob das aber tatsächlich... Boah, das sieht so anstrengend schon aus. ...so ist. Und ob der Preis von 7.900 Euro gerechtfertigt ist, schauen wir uns jetzt an. Wir haben gerade schon mit dem Gründer gesprochen. Unheimlich viel Gedanke, Energie und Erfindergeist reingeflossen in dieses Ding. Und genauso sieht das auch aus. Wir haben hier 2 Pedale. Habe ich schon wieder nicht zugehört. 7.900 Euro. Habe ich das gerade richtig gehört? Das ist mit Motor. Ja, aber für 7.800 hole ich mir einen Opel Corsa 2013er. Allen links und rechts, hydraulische Bremsen, links und rechts, 2 Akkus, links und rechts, in Deutschland hergestellt, in Deutschland entwickelt. Also das fühlt sich richtig stabil an und wir sind hier mit einem der allerersten Geräte unterwegs. Ja, das macht es auch nochmal teurer, wenn du es in Deutschland auch herstellst und alles. Das fühlt sich übelst komisch an. Alter! Dave übertreibt direkt komplett. Ah, das ist krass. Das U-Ready E-Track macht unheimlich viel Spaß. Ist es zu teuer? Ja, für die meisten wahrscheinlich schon. Erfüllt es einen richtigen Zweck? Wahrscheinlich nein. Löst es irgendein anderes Fortbewegungsmittel ab? Vermutlich auch nein. Aber es wirft so viele Probleme auf, die du mit was anderem nicht hättest. Beispielsweise, wo stellst du es hin? Das wird nicht in Fahrradplätze reinpassen, weil es zu breit ist. Du findest schlechter Parkplätze, du musst es anders absperren. Es ist so, es sind so viele unnötige Sachen, alles stressig. Es macht Spaß und es ist vor allem für die Leute gut, die sich nicht der Gefahr des Motorradfahrens aussetzen wollen. Für mich ein perfektes mittleres Produkt. Es ist einfach ein bisschen zu teuer, auf der anderen Seite in Deutschland produziert. Es liegt du genau. Du musst aber auch stehen, als ob das so entspannt ist. In der Mitte. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Und nach dieser sportlichen Aktivität fühle ich... Das war der most random Dave-Video-Übergang, was ich je gesehen habe. Hat's auf jeden Fall. Das kam so unerwartet. Und nach dieser sportlichen Aktivität fühle ich mich etwa... Wieso kam Dave durch den Fortnite-Drift? Was war spannend. Womit wir zu Produkt 2 Trigger-Dinger kommen. Angefragt. Trigger-Dinger, a.k.a. das Internet. Waren 120.000 Euro für 10%, was einen Firmenwert von 1,2 Millionen Euro gemacht hätte. Bekommen hat der Gründer seine 120.000 Euro, aber für 23%, was einen Firmenwert von ungefähr 521.000 Euro macht. Und dieses Funding kam in Kooperation von Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer. Ziel dieser Produkte soll es sein, eine Behandlung, die man eigentlich nur durch geschulte Therapeuten bekommt, selber zu Hause durchführen zu können. Nachdem der Gründer einen ziemlich krassen Unfall auf dem Skateboard hatte, hat er gemerkt, dass punktuelles Drücken an gewissen Stellen seine Schmerzen lindert und ihm dabei hilft, wieder besser zu recovern und hat dafür genau diese Produkte hier auf den Markt gebracht. Anders als bei den Produkten von Blackroll beispielsweise, bei denen man großflächig bestimmte Regionen vom Körper behandelt, ist das hier wirklich für einzelne Triggerpunkte gedacht, also die verschiedenen Artikel für verschiedene Anwendungsbereiche in verschiedenen Stärken für einzelne Punkte. Und bevor wir jetzt zum wirklichen Test kommen, muss ich kurz ein Gefühl äußern. An einigen Produkten sind an manchen Stellen irgendwelche kleinen Verunreinigungen oder Produktionsfehler, will ich nicht sagen, aber es sieht nicht 100% verarbeitet aus. Es wirkt aber irgendwie entweder benutzt oder als wäre es jetzt nicht 100% Produktionsqualität. Zum Beispiel an dieser Stelle. Ist zwar jetzt nichts, das die Funktionalität wirklich beeinträchtigt. Ja, ich glaube, das war der große Gedanke wahrscheinlich, dass die Funktionalität nicht beeinspruchst, aber den Preis stark steigern würde, unnötigerweise für eine Optik, die man bei einem medizinischen Produkt theoretisch nicht braucht. Aber bei einem Preis von bis zu 40 Euro und dem Gefühl von Medizin für zu Hause, einem medizinischen Produkt, erwartet man so ein bisschen was anderes. Jetzt aber zum Test. Auf den Verpackungen selber finden wir einen How-To-Guide. Das schauen wir uns mal an. Und tatsächlich bin ich wirklich gespannt, weil ich immer mal wieder Probleme mit dem Rücken habe. Zu wenig Sport, zu viel am Rechner. Ich wähle mein Produkt aus. Wenn du die Punkte gefunden hast, kannst du langsam deine Beine anwinkeln. Das wird dein Becken kippen und den Druck auf den Punkt erhöhen. Weil ich ja schon begeisterter Blackroll-Benutzer bin, kann ich mir vorstellen, dass das hier ziemlich krass wird. Also das ist wirklich krasse punktuelle Belastung. Das ist relativ einfach zu fühlen.
Im Prinzip da, wo man Schmerzen hat, wo eine Standardverspannung ist, legt man es hin, jetzt langsam runter. Aber es fällt schwer dabei zu reden, weil man sich automatisch anspannt in dem Moment, wo man redet. Dave. Bei meinen auch gehört wenigstens? Diese Sounds, die ihr gerade gehört habt, waren echt. Ich bin also im Zweifelsfall der perfekte Kunde für Trigger-Dinger. Auf den ersten Blick hat sich... Ich weiß jetzt immer, dass mein Rücken verspannt ist und ich lange nicht bei Physiotherapie war, wenn ich den hier mache und es knackt. Das ist richtig gut angefühlt und es gibt ja noch eine Menge weitere Produkte. Deswegen nehme ich alle Produkte über die nächsten 7 Tage unter die Lupe und das Ergebnis und meine Bewertung seht ihr später. Produkt Nummer 3, eins der Produkte, auf die ich mich am meisten gefreut habe in dieser Folge, nennt sich Flasher und ist die Lösung für ein Problem, das jeder Fahrradfahrer, vor allem in der Stadt, sehr gut kennt. Ziemlich cooles Packaging, muss ich schon sagen. Angefragt für dieses Produkt waren 150.000 Euro für 10% Firmenanteile. Die 150.000 Euro haben sie bekommen, mussten allerdings 20% abgeben, wodurch sich ein Firmenwert von 750.000 Euro ergibt. Bekommen haben sie das Geld von Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer und das ist das Produkt bzw. die Produkte. Diese beiden Produkte sind nämlich dafür da, Fahrradfahrern eine einfache und sichere Möglichkeit zu geben, im Dunkeln. Ich hasse Fahrradfahren so sehr, ne? Es tut mir so leid für euch Fahrradfahrer, aber boah, ich hasse Fahrradfahren. Ich maul mich immer. Gesehen zu werden und wirklich blinken zu können, was ziemlich cool ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass mir das Packaging gut gefällt, auch gefällt. Blinken zu können. Ja, okay, check. Mir gut, dass die beiden Geräte mit... Ja, das Strike. Dieses Dreierfahrrad. USB-C geladen werden, ist aber im Zweifelsfall auch so ein bisschen zu erwarten, weil das Produkt 199 Euro kostet. Nur weil du es nicht kannst, weil du zu doof dafür bist. Sorry, dass ich als Kind einen traumatischen Fahrradunfall hatte und seitdem nur noch 3-mal Fahrrad fahren war. Es tut mir leid, Leute. Ich fahre nicht gut Fahrrad. Ich hasse es auch. Ich mache mal keinen Spaß. Möchte ich nicht. Ist scheiße. Bockt nicht. Kacke. Und ich habe direkt einen Kritikpunkt, den ich aber später anbringen möchte. Hatte doch jeder. Ich bin fast gestorben. Ja, hatte eine Gehirnerschütterung, Armbruch, Nase fast gebrochen. Hatte voll die lange Gehirnerschütterung. Mir ging es gar nicht gut. Fahrradfahren und Lasertag sind einfach so Dinge in meinem Leben. Chat, das muss nicht mehr. Im Prinzip. Wann Fahrradfahren lernen, streamen. Oh mein Gott. Das wäre so Content für euch und ich würde es hassen. Werden diese beiden Gerätschaften um den Arm geschnallt, über die Kleidung gut sichtbar und dann über Gestensteuerung den Arm ohne die Hand vom Lenker wegnehmen zu müssen, einmal so nach oben, um das Blinken anzuzeigen. Und genau das testen wir jetzt. Okay, cool. Wir rollen los mit einem Affenzahn. Paris Tour. Fahrradfahren lernen in Amsterdam, da sehe ich uns auf gar keinen Fall, Sabine, da werde ich überfahren. 2.0. Zack, 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 zack. Und hier kommt die erste Abbiegung. Oha. Das ist krass, das ist wirklich gut. Auch bei schnellem Fahren, wenn ich mich so bewege, gehen die Blinker nicht an. Also ich kann mich schon bewegen, ohne dass der Blinker angeht und ich eine falsche Richtung anzeige. Blinker an. Krass. Und Meter machen. Aber neben dem normalen Modus, in dem der Flasher nicht durchgängig leuchtet, sondern nur, wenn man blinken möchte, gibt es noch einige andere Modi, die man nach Belieben wählen kann. Fazit, ich finde es ziemlich geil. Es funktioniert, es hat einen stolzen Preis, aber der ist es auf jeden Fall wert, wenn es um die eigene... Für Leute, die super viele Fahrrad... Die Frage ist halt, wie krass achten Autofahrer drauf? Weil ich weiß jetzt nicht, wie konkret es mir auffallen würde, wenn ein Fahrradfahrer einen Blinker hat, weil du es einfach nicht siehst, wisst ihr? Eine Sicherheit geht. Eine Idee hätte ich aber, die es für mich noch ein bisschen cooler machen würde. Die Möglichkeit, die beiden Dinger an die Arme zu machen, ist super, weil wir so anzeigen können, wo wir hinfahren wollen. Auf der anderen Seite müssen wir dafür extra Produkte mitnehmen. Und mir würde es aber, glaube ich, als Fahrradfahrer darum gehen, die Sachen, die ich mitnehmen muss, auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Helm, der also den Flasher eingebaut hat und über eine leichte Kopfbewegung genau diese Richtungswechsel anzeigen kann, wäre für mich ein noch viel geileres Produkt. Produkt Nummer... Wäre wahrscheinlich eher abfuck, weil du die ganze Zeit deinen Kopf lehnen musst. Ich glaube, das würde mich abfucken. Was ich gedacht habe schon, was ich mir hätte vorstellen können, ist, dass du am Arm diese Dinger hast und das nicht über Armbewegung machst, sondern wireless-mäßig so ein kleines Ding vorne an deinem Fahrrad wie so eine Klingel ranmachen könntest und da wie bei einem Roller quasi vorne am Schalter drücken könntest. Nummer 4 namens Pure Spice, womit wir offiziell in den oberen 50% des Fundings angekommen sind. Flüssige Gewürze auf Kokosölbasis. Vom Gründer oder von den Gründern angefragt, waren 150.000 Euro für 20%. Okay. Bekommen haben sie 150.000 Euro für 20%. Und wir schauen, ob sie halten, was sie versprechen. Was sie versprechen? Natürliche Inhaltsstoffe, vegan. Ja, du sparst dir halt ein bisschen Platz, I guess, was halt schon mal ganz geil ist. Und du hast halt nicht dieses Gewürze-Kleben, was du hast bei größeren Gewürzpackungen, die halt dann kleben, I guess. Aber du bringst halt
automatisch noch Öl mit ans Produkt dran? Ist halt dann die Frage. Auf Kokosölbasis und ziemlich nice für die Erklärung. Muss ich aber meinen Rechner machen. Wie funktioniert das genau? Öl und Geschmacksträger werden aus den Gewürzen herausgelöst. Das Extrakt wird dann mit wasserlöslichem und geschmacksneutralem... Boah, dass da einfach mit einem Stift auf das MacBook gemalt wurde, macht mich fertig. ...neutralem Kokosöl vermischt. Dadurch bleiben Geschmack, Nährstoffe und Aromen der flüssigen Gewürze erhalten. Ziemlich cool, sogar von Sternekoch Alexander Herrmann empfohlen. Und wir haben mexikanische Art, Knoblauch, asiatische Art, indische Art und italienische Art. Die große Frage, kann es traditionelle Gewürze ablösen und hält es, was es für... Sieht aus wie das nächste Y-Food-Ankerkraut. Oh Mann. Verspricht, das alles nehmen wir unter die Lupe, aber nicht mit mir als Laien, sondern dem absoluten Profi. Max, der 20 Meter entfernt in unserer Küche auf uns wartet. Ich habe euch angelogen. Wir sind nicht in der Küche, sondern auf einem Dreh. Und deswegen testen wir das jetzt mit Happy Slice, der neuen Pizza von Knossi und Trimax. Wir gerade sagen. Hatten das Ganze schon mit Max gemeinsam getestet. Die Datei ist aber abgekackt. Also jetzt die Pizza einmal so und dann mit Pure Spice. Hammergeil. Richtig gut. Das Einzige, was es jetzt noch besser machen könnte, obwohl es schon einen sehr vollmundigen Geschmack hat, ist Gewürzextrakt auf Ölbasis. Drip. Drip. Ich muss sagen, man kann die Gewürze halt nicht so geil verteilen, wenn du so drauf drippst, oder? Ich finde das in flüssiger Form übelst geil. Es ist übelst gut zu mischen. Es ist, wenn man komplett kranke Geschmacksexplosion haben will, auch mega geil, sich ein, zwei Tropfen auf so einen Happen drauf zu machen. Für eine schnelle Zubereitung, für Leute, die weniger Zeit haben, ist das perfekt und ich finde das hammergeil. Also vermutlich, wenn ihr Profikoch seid, greift der Satz, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn ihr so seid wie ich, dann ist Pius. Ich glaube, der Punkt ist halt einfach, dass du bedenken musst, dass super, super oft, du tust halt die ganze Zeit mehr Öl rein, wenn du damit würzt. Wenn du halt, keine Ahnung, irgendwas anbrätst, dann machst du die Gewürze ja eher in Gewürzform und nicht in Flüssigform, dann machst du noch mal mehr Öl rein. Ich weiß nicht, wie geil das dann ist tatsächlich. Das ist eine geile Option. Und Happy Slice übrigens auch. Das nächste Produkt nennt Chunky Flavor, Julia. Sich Sunnybag von Gründer Stefan Ponsold und Philipp Slapa. Sie wollten 200.000 Euro für 10%, was einen Firmenwert von 2 Millionen Euro ergeben hätte. Ralf Dümmel hätte ihnen 200.000 Euro für 20% gegeben, was einen Firmenwert von 1 Million Euro macht. Der Deal ist aber leider nach der Sendung geplatzt. Ob das Produkt hält, was es verspricht und ob es nicht doch schlauer für Ralf Dümmel gewesen wäre, den Deal durchzuziehen, schauen wir uns jetzt an. Von hier geht ein Adapter raus auf USB und da kann man dran stecken, was man will. In meinem Fall jetzt ein Handy-Ladekabel. Das funktioniert. Was mir aber wirklich als erstes aufgefallen ist, vor allem als ich den Rucksack angezogen habe, der Rucksack an sich ist keine besonders gute Qualität. Ich bin wirklich großer Rucksackliebhaber und habe zwei Modelle auf... Ich hasse Rucksäcke. Es tut so weh, einen Rucksack auf dem Rücken zu tragen. Es dauert 2 Minuten und mir tun instant meine Schultern weh. Rucksäcke sind schwer. Rucksack, ich fühle mich immer wie ein Schüler mit dem Rucksack. Rucksack-Fahrradtour, oh mein Gott, Jona, es wäre mein Albtraum. Ich weiß gar nicht, über was ich mich mehr beschweren würde, Jona. Über einen Rucksack oder über das Fahrrad? Ich kann es dir gar nicht sagen. Auf die ich 100% vertraue. Da kein Helipro und F-Stop Tilopa. Ich bin wirklich, bei Rucksäcken geek ich ein bisschen ab, aber die müssen, finde ich, funktionieren. Klar, was kann man erwarten bei 100 Euro? Aber mit ein paar Euro mehr, die man ausgibt, landet man schon bei einem Darkein Heli Pro oder bei anderen sehr, sehr guten Rucksäcken. An sich funktioniert das Produkt aber wunderbar. Also das Solarpanel tut, was es soll. Es lädt unser Handy. Ein nächster kleiner negativer Punkt am Rucksack. Es gibt keine direkte Verbindung in den Rucksack. Was ich ziemlich doof finde, weil natürlich kann es sein, dass man im Rucksack Dinge laden möchte und dafür gibt es keinen Eingang fürs Kabel. Sunnybag hat aber unheimlich viele verschiedene Produkte. Also möchte man mehr Leistung, gibt es größere Solarpanels. Möchte man mehr Leistung speichern, gibt es große, wirklich, wirklich große Powerbanks, die ich tatsächlich selber im Einsatz habe. Also, Sunnybag macht richtig gute Produkte. Dieser Rucksack ist jetzt vielleicht nicht eine absolute 10 von 10, aber die Produkte funktionieren, die Solarpanels funktionieren und vor allem die Powerstations sind ein absoluter Traum und für mich das eigentliche Main-Produkt von Sunnybag. Zurück zu den Massagedingern. Nee, Trigger-Dingern. Was soll ich sagen? Als jemand, der schneller Brille, der tatsächlich ehrliche Probleme mit dem Rücken und allgemein mit seinem Körper hat, weil er nicht genug Sport macht, zu lang am Schreibtisch sitzt und so weiter, sind diese Dinger hier ein absoluter Segen. Ich war ja schon Heavy User von den ganzen Blackroll Produkten. Das hier ist aber nochmal eine Stufe krasser. Man kann nochmal eine Stufe genauer die Sachen behandeln, die tatsächlich... Ich weiß nicht, ich bin voll vorsichtig bei so Physiotherapie-Sachen und so weiter und so, keine Ahnung, Triggerpunkte und so weiter. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde das nicht
nicht hinbekomme, den perfekten Punkt zu treffen und mache dann entweder verschwende ich Zeit, was ich scheiße fände, oder... Obwohl, jetzt wo ich drüber nachdenke, habe ich aber gar keine Probleme, den richtigen Punkt zu finden. Ist gar kein Problem für mich. Also, ich würde das auch auf jeden Fall hinbekommen mit diesen Trigger-Dingen. Wehtun, und für mich ist das ein absolutes Winning-Produkt. Es ist einfach, es tut, was es soll. Klar, es ist teuer, aber das bin ich von genau solchen Produkten schon gewohnt. Ich finde die Produkte richtig geil und ich denke, ich werde sie weiter benutzen. Mit Produkt Nummer 6 kommen wir jetzt schon wirklich in den hohen Funding-Bereich und das auch mit einem guten Grund. Verschiedene Bereiche sind verschieden gut bezahlt und wir gehen mit dem nächsten Produkt in den Finanzsektor, das sich PagoPace nennt. Angefragt waren 200.000 Euro für 10%, was einen Firmenwert von 2 Millionen gemacht hätte. Okay. Bekommen haben sie die 200.000 Euro für 15% Anteile an was einen Firmenwert von 1.333.000 und 333 Euro macht. Cool. Bekommen haben sie die Kohle von Carsten Maschmeyer. Das wäre was für mich. Hier ist das Packaging. Wir mussten das schon aufmachen, wir haben es ein bisschen vorbereitet, denn bevor man den eigentlichen Ring bekommt, schickt PagoPace hier so ein Raster, bei dem man seine verschiedenen Ringgrößen testen kann, denn es handelt sich um einen NFC-Ring, mit dem eine Bezahlung kontaktlos, ohne Verbindung zum Handy, dauerhaft möglich ist, ohne dass der Ring geladen werden muss, ohne dass er irgendeine Verbindung braucht, was ziemlich cool ist. Eine Sache, die mir direkt auffällt, wir konnten auswählen zwischen weiß, schwarz und so weiter. Was es nicht gibt, ist Gold oder Silber, auch nicht farbig. Schade, weil ich hätte den gerne in Silber gehabt, damit er nicht so auffällt. So nutzlos? Boah, Manuel, ich find's richtig gut, weil manchmal gehe ich raus, aber hab keinen Bock, mein Handy mitzunehmen oder mein Geldbeutel. Ich nehme oftmals nur mein Handy mit wegen Apple Pay, aber so, ich finde es cool. Wieso so viele Farben, wenn es dann kein Gold und Silber gibt? Weil ich habe mal schon so schwarze Ringe getragen und so weiter. Aber ich finde, es sieht eher dann cool aus, wenn du es an mehreren... Ich trage halt immer Ringe, wisst ihr? Deswegen würde es mich gar nicht stören, einen Ring anzuhaben. Also Keramik eingefärbt oder so. Ich kann mir vorstellen, dass solche metallischen Materialien Probleme machen mit dem NFC-Signal. Aber eine Färbung in die Richtung wäre schon ziemlich cool, weil Gold und Silber einfach die Farben sind, die ringmäßig am meisten getragen werden. Weiß sieht man relativ selten. Wäre jetzt tatsächlich auch nichts, für das ich mich einfach so entscheiden würde. Jetzt kommen wir aber zum entscheidenden Teil der Anleitung und der Einrichtung. Es ist ein extra Konto. Ja, ist ein bisschen unsicher, das stimmt. So bei Curve, soweit ich weiß, erforderlich. Wir haben das Ganze schon ein bisschen vorbereitet, damit es ein bisschen schneller geht. Aktivierung erforderlich. Die Bezahlkarte wurde mit deinem Keramik-Pago-Pace verbunden, aber deine Wearable muss noch aktiviert werden. Lade die Fidesmo-App runter und scanne den QR-Code, um den Aktivierungsprozess zu starten. Problem jetzt gerade, wir sind in der App, wir connecten hier alles über diese Fidesmo-App, aber der Aktivierungscode per SMS kommt und kommt einfach nicht an. Leo kontaktiert gerade hier den Support. Das ist direkt mal ein entspannter Minuspunkt. Hast du sauer wie auf Zwilling. Es hat tatsächlich funktioniert. Wir konnten alles einrichten, es war etwas struggelig und das wird garantiert in die Bewertung mit eingehen. Aber jetzt geht es um die Funktionalität. Ich ziehe mir den Ring an, es fühlt sich etwas komisch an und ich finde immer noch, dass es zu auffällig ist. Aber Dave ist auch kein Ringträger. Hallo, schönen guten Tag. Ich würde das gerne mit diesem Ring bezahlen. Ich bedanke mich vielmals für diesen einfachen Bezahlvorgang. Danke, tschüss. Ja, das ist ja unglaublich. So lustig, wie Dave redet. Also, es ist tatsächlich ganz geil. Es funktioniert wie eine Kreditkarte. Ich glaube, vor 2 Jahren, wo die Sendung... Ist aber cool. ...ungefähr ausgestrahlt wurde, war der... Danke für diesen einfachen Bezahlvorgang. Dave auch ein kleiner ADHSler, weißt du? Flashende Effekt noch mal ein bisschen krasser. Einfach, weil die Leute noch weniger Kontakt mit kontaktlosem Bezahlen hatten. Mittlerweile weiß jeder, dass es funktioniert. Apple Pay ist da und so weiter. Aber dieses Produkt funktioniert auch. Ich trage keine Ringe, ich sehe mich nicht mit diesem Ring. Und für die Bewertung kommt natürlich noch der Registrierungsprozess dazu, der so mittelmäßig war. Also für mich ist es ein Winning-Produkt, eine coole Idee für eine bestimmte Käuferschaft mit einem schlechten Ring. Ja, ich glaube, mein Problem damit wäre eher, dass das halt wirklich sehr leicht scammbar ist, vor allem in Großstädten. Also erstens hast du ein bisschen Angst, den zu verlieren. Ja, auf jeden Fall auch. Stressig, da könntest du halt wahrscheinlich über die App, könntest du es wahrscheinlich anbinden. Also ich stelle mir vor, wenn du den verlierst, dass du über das Handy direkt disconnecten könntest. Das wäre super dumm, wenn nicht. Für Strand, das fehlt, naja, wenn du vielleicht einen Strandtag machst und man das auch ins Wasser mitnehmen kann und so. Registrierungsprozess, also ungefähr so. Angekommen bei Produkt Nummer 7, dem Produkt mit dem größten Funding in kleinem Format und kleiner Verpackung. Der Nasira von Silk Slide Pro. Angefragt waren 250.000 Euro für 20%. Bekommen hat der Gründer tatsächlich diese 250.000 Euro für 20%, was einen Firmenwert von 1,25 Millionen Euro macht. Ralf Dümmel hat investiert und das hier soll die All-in-One-Lösung
für das Rasieren von Nasenhaaren sein. Ohne die Schleimhäute zu belasten, ohne irgendwas ans Laden hängen zu müssen, ohne sich Kaltwachs in die Nase stecken zu müssen. Eine einfache Möglichkeit auf 8 cm, perfekt fürs Reisen, um die Nasenhaare zu rasieren. Um ehrlich zu sein, ich benutze keinen Nasenhaarrasierer. Das ist der Grund, warum ihr auch hin und wieder meine Nasenhaare seht. Deswegen ist es perfekt, um das jetzt ausprobieren zu können. Sieht wirklich. Manchmal schicken mir Leute random Screenshots von meinem IRL-Stream und sagen dann, du hast da einen Popel. Und ich mir denke, ey Bro, danke, dass du mir gesagt hast, dass ich vor 6 Stunden einen Popel in der Nase hatte. Ey, ist übel geil. Sehr einfach aus, so einfach wie genial. Das sind ja im Prinzip meine Lieblingsprodukte. Und tatsächlich wirkt das hier so, als wären die Klingen sogar austauschbar. Im Prinzip super einfach. Man soll einmal die Nasenlöcher anfeuchten. Dann nimmt man dieses Ding, dreht es in Richtung vom Pfeil. Und das soll im Prinzip die gesamte Magie sein. Also das muss man schon sagen. Unangenehm war es nicht. Ich habe mich nicht geschnitten. Handhabung 10 von 10. Super easy. Und das hier ist jetzt das Ergebnis. Vorher, nachher. Was soll ich sagen? Das Produkt funktioniert. Boah, hatte ich an der Stelle keinen Bock, meine Nase so von unten zu filmen. 11,99 € ist ein wirklich fairer Preis, kann mehrmals benutzt werden, perfekt um zu reisen, auch mit dem Flugzeug. Also ist wirklich top. Kaufempfehlung und damit auch das Ende des Videos. Vergesst nicht, das Video zu liken. Ja, war nicht so ein Riesenunterschied. Den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns. IRL-Streams. Macht's gut. Ey, sehr interessantes Video von Dave gewesen. Die Höhle der Löwen-Videos sind immer geil.